Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Formel 1 2018 und wir sind hier in Spielberg und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, wir gehen gleich mal rein ins Qualifying hier zu meinem wunderbaren, wunderschönen und traumhaften Heim Grand Prix in Österreich in der wunderschönen Steiermark und deswegen gehen wir gleich mal hier rauf, laden das Qualifying und dann schauen wir mal, wie es uns hier so ergehen wird. Wir haben natürlich harte Konkurrenz, aus dem Hause Ferrari, Mercedes und Co. Und jetzt, du bist mal still hier im Hintergrund. Wenn ich rede, hast du Sendepause. Halt, stopp. Oder wie ging das schnell nochmal? Genau, Sprit hatte ich gesagt, 4,3 Runden. Ne, 3,6, das reicht vollkommen. Reifenauswahl haben wir bereits getätigt. Dann würde ich sagen, geht's gleich mal raus hier in die erste Einführungsrunde. Denn hier ist es vor allem wichtig. Die Boxeneinfahrt ist gar nicht mal so wichtig. Die Boxeneinfahrt ist eigentlich easy. Aber die Ausfahrt. Die Ausfahrt, die hat tatsächlich relativ in sich. Und dann schauen wir gleich mal, wie es uns so ergehen wird. Das Problem hier in Österreich ist einfach, wenn du im Rennen damit Vollspeed hochfährst, dass du dir wirklich nicht den Flügel kaputt fährst. Also ich sag mal so, Österreich muss auf jeden Fall einen Podiumsplatz her. Wenn nicht sogar ein Rennsieg für mich. Und das Gute ist, wir müssen nur zwei Runden schaffen. Wir müssen ja eigentlich 3,6. Es ist nur wichtig, dass wir hier die zwei Runden absolvieren. Ja, das Qualifying wird dementsprechend auch ein bisschen kürzer werden, denn ja, eins ist klar, der Grand Prix von Österreich ist von der Rundenlänge her, also von der Länge her einer Runde, bei Gott nicht der längste. Das war jetzt schwierig zu entscheiden, wo gehe ich vorbei, wo fährt er hin. Das war mal eine Rundenzeit, Leute. So, deswegen gehen wir mal zurück in die Garage, schauen mal auf dem Zeitmonitor, wie es da eigentlich aktuell so rund ums restliche Fahrerfeld aussieht. Können wir uns ja vorne behaupten, wir sind aktuell eine Sekunde vor Sebastian Vettel, eine ganze Sekunde. Das meiste hole ich halt im dritten und im ersten Sektor raus. Okay. Neuer Satz Reifen. Fliegende Runde, los geht's. Der fliegende Österreicher hier. Oh, das war jetzt so gut wie gar nicht verzögert. Wenn man auf die Kupplung tritt, passiert halt nichts, wenn die nicht belegt ist.
weiß jetzt nicht, ob der DRS-Flügel offen war oder nicht. Ich habe keine Ahnung. We've only got 2 laps of fuel left. 0,1, was wir jetzt noch Rückstand haben, das wird sich in der letzten Kurve nicht mehr ausgehen. Na, sag ich ja. Das wäre aber wieder eine coole Runde, was wir hier angerissen haben. Also das ist ein Satz Reifen, den werden wir nicht mehr angreifen. Das heißt, da können wir jetzt auch mit Vollgas die Boxen einverdienen. Also man kann bis unten hin mit Vollgas durchheizen. Das geht, das ist schon mal gut. Es ist nur die Frage, ob der Reifen nachher im Rennen das Ganze zulässt. Aber wir sind aktuell mit einem Riesenvorsprung da vorne vorweg. Wir versuchen auch mal auszubessern. Warum fahre ich jetzt wieder raus? Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir haben jetzt 3 fliegende, also insgesamt 5, 6. Wir haben dann 7 Runden, das passt dann eigentlich. Da können wir glücklich mit sein. Bin ich halt wirklich, wirklich gespannt, was bei rumkommt in der schnellen Runde. Wir sind schneller aus der ersten Kurve raus. Oh nein, 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 nein. Nicht ins Schleudern kommen. Das war zwar der schnellste zweite Sektor, aber es hilft halt nichts, wenn der dritte nicht passt. There's only one lap of fuel remaining. Da geht's wieder rein in die Box. Und für uns ist das Quali beendet. Fahrer an sich natürlich wieder Cockpit und deswegen. Nee, Cockpit, sagte ich. Deswegen gehen wir zurück in die Box und beenden dann dementsprechend das Qualifying. Und dann heißt es Daumen drücken, dass wir weiterhin auf P1 stehen. Ich will nämlich die Pole hier bei mir zu Hause haben. Aber das sieht aktuell eigentlich safe aus und deswegen
bringen wir zum Rennen und wir schauen gleich mal, wie das Ergebnis aussieht. Fest, werfen wir aber schnell ja, einen Blick auf da die hat sich nichts der geändert. Anfänger, und Hamilton Chance ist und auf Rang 8. Richtig geil, das kann wieder Punkte also hier jetzt für sauber geben. Und schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wir schauen jetzt erstmal, ob es wieder Interviews gibt, weil das war eigentlich eine gute Leistung. Ja, gibt es. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Ja, gleich mal die Fairness erhöhen. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschalten? Kein Kommentar. Tja, trotzdem danke. Gerne doch. Man muss wissen, wenn man die Klappe aufreißen darf und wann nicht. Schwierigkeitsgrad der Gegner. Wenn dir das Tempo deiner Gegner zu gering ist, stell doch den Schwierigkeitsgrad nach oben. Nein, lass mal. So, wir haben aktuell einen Punkt Vorsprung. Mit einem Rennsieg können wir das Ganze zumachen heute. Punkte ist auch nicht schlecht. Das sind wir insgesamt bei 413. Und der Ruf beim Team ist auch wieder aktuell sehr, sehr stark gestiegen mit dieser Leistung. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Das steigert natürlich auch meinen Wert, sowas haben wir gern. Und wir werden jetzt hier beim F&E-Baum, ist da eine Entwicklung schiefgelaufen. Die kostet 301 Punkte, komm, die investieren wir mal. Dann kriegen wir das dann nämlich wieder, beim nächsten Rennen. Und das würde uns dann... Ja gut, wir sind wieder vor Toro Rosso, das ist ja schon mal gut. Aber das Chassis muss halt noch nachziehen und auch die Leistung, da müssen wir auch noch ein bisschen nachbessern. Ich glaube, da können wir gute Sprünge machen und aufholen. Ziel wäre es natürlich hier Haas einzuholen, ganz klar. Benzinverbrauch, da brauche ich nicht unbedingt. Energierückgewinnungssystem wäre wichtig und vor allem Zündung hier, beziehungsweise die zwei, die Zündanlage. Dass wir dann hier kommen. Kraftstoff-Einspritzsystem, Leistung. Das wäre natürlich super. Naja, nichtsdestotrotz war es das für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.